Und da stellt sich dann mittlerweile leider fast täglich die Frage, wie leben wir eigentlich im Einklang mit der Natur? Peter Wohleben ist Deutschlands bekanntester Förster und Bestsellerautor. Und er hat die Antwort. Sein Mantra: aufklären und aufrütteln. Den Menschen klar machen, wie wichtig der Wald und vor allem auch die Natur generell für das gesamte Ökosystem sind. In seinem neuen Buch Unser wildes Erbe sucht er nach Antworten, warum ausgerechnet der Mensch, das vermeintlich höchst entwickelte Wesen auf diesem Planeten, seinen Lebensraum selbst zerstört. Peter Wohllebens Leben ist der Wald. Schon als kleines Kind will der Rheinländer Naturschützer werden. Er studiert Forstwirtschaft und arbeitet über 20 Jahre lang als Beamter in der Landesforstverwaltung. Heute arbeitet und lehrt Peter Wohleben in der von ihm gegründeten Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Seine Bücher über den Wald haben sich millionenfach verkauft, wurden in 47 Sprachen übersetzt und verfilmt. Peter Wohleben lebt mit seiner Familie in der Eifel. Was jeder Einzelne für die Natur tun kann, das erzählt er uns jetzt selbst. Bei diesen Bildern möchte man direkt einmal tief durchatmen. Schönen guten Morgen, Peter. Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben es gerade eben schon kurz angedeutet. Wir Menschen zerstören unsere Natur und machen unseren Lebensraum kaputt. Jetzt kommt dann die erschreckende Zahl hinzu von der US-amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint, die ganz klar sagen, alle natürlichen Ressourcen sind schon verbraucht in diesem Jahr. Warum machen wir das? Wir sind von Natur aus gierig und egoistisch. Und das ist grundsätzlich auch in Ordnung, weil deswegen haben wir überhaupt überlebt. Und in den letzten 300.000 Jahren waren wir mehrfach kurz vor dem Aussterben. Also zum Beispiel in der Altsteinzeit gab es nur 1.500 Menschen in Europa. Also das war eigentlich das Hauptproblem. Und wir sind einfach zu erfolgreich darin geworden, zu überleben. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir noch die Kurve? Das hoffen wir sehr und ich finde eh, dass das schön ist, dass du heute da bist, weil du sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schaust. Lass uns trotzdem noch mal darüber sprechen. Wir greifen ja nun sehr massiv in die Natur ein. Wir bedienen uns bei den Tieren, in der Natur grundsätzlich, Pflanzen etc. Warum machen wir das dermaßen massiv? Ist es so einfach? Ist das der Grund, dass wir nicht schon vorher angefangen haben, nach Alternativen zu suchen? Also unser Problem ist unser großes Gehirn. Also wir sind schon ziemlich schlau, wir sind schon ziemlich intelligent. Mhm. Und wir haben Sachen erfunden, die andere Tiere so nicht haben, nämlich zum Beispiel Ackerbau. Und dadurch können wir halt mit sehr vielen Menschen auf sehr kleinem Raum genug Nahrung finden. Das war eigentlich so der Knackpunkt, zusammen mit dem Feuer. Und alle anderen Dinge haben sich daraus quasi logisch entwickelt und immer weiter weg von dem Pfad geführt, den andere Tiere eingeschlagen haben. Und das Fatale ist, wir leben immer noch nach den Naturgesetzen. Das heißt, viel Nahrung bedeutet viel Bevölkerung, bedeutet viel Ressourcenverbrauch. Also die Einzelnen können gar nicht so viel dafür. Es ist halt die schiere Masse. Wie dreht man es um? Bisher haben wir unseren Verstand dazu genutzt, immer mehr zu bekommen, also unsere Instinkte zu befriedigen. Ne? Mehr Konsum, mehr Essen, mehr Macht. Und wir sollten das umdrehen und die Instinkte endlich in den Dienst des Verstands stellen. Also das heißt, Glücksgefühle erzeugen bei der Veränderung. Und das schafft man wunderbar, wenn man zum Beispiel durch den Wald geht. Und du hast gerade eben auch das Thema Tiere angesprochen. Tiere und Pflanzenarten sterben durch unser Verhalten immer mehr aus. Was hat das für Folgen? Das wissen wir so gar nicht so ganz genau, weil wir in Deutschland geschätzt 90% aller Arten noch gar nicht entdeckt haben. Und die sind aber alle wichtig, um dieses dicht gewebte Netz der Natur zu halten. Das ist Information, die in diesen Arten gespeichert ist und die geht verloren. Wie beim Computer, wo man die Festplatte löscht, dann nützt das schönste Computer nichts, er kann nicht mehr arbeiten. Und das ist die genetische Information der Arten, die geht mit der Ausrottung verloren. Deswegen müssen wir dringend so viel wie möglich dieser Informationen erhalten. Erhalten ist eine Sache. Was ist eine Sache? Was können wir noch ändern? Was können wir Menschen ganz konkret tun? Wir haben im Vorfeld gesprochen. Du hast uns drei Themen mitgebracht. Es geht schon mal ganz einfach los mit dem Briefkasten an der Wand. Ein kleiner Aufkleber, keine unverlangte Werbung einwerfen, hilft schon, 1 Million Bäume zu retten pro Jahr, allein in Deutschland. Das Papier muss ja irgendwie gemacht werden. Das zweite ist, nicht mehr so viel Holz zu verheizen. Ich weiß, viele Leute haben jetzt einen Ofen und eine Pelletheizung. Ja, okay, kann man machen. Aber das nächste Mal, wenn der Heizungswechsel ansteht, bitte auf Wärmepumpe einsteigen, weil so viel Holz werden wir gar nicht mehr haben in Zukunft, weil unsere Wälder ja gerade sterben. Und das dritte ist, weniger Fleisch essen. Also es kann ja ruhig Fleisch sein, aber eben nicht mehr so viel. Ich habe mal ausgerechnet,
ausgerechnet, wenn wir auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgehen würden, könnten wir in Deutschland 87.000 Quadratkilometer Wildnis zurückbekommen. Das ist eine Fläche, ich glaube, so groß wie Bayern und Thüringen zusammen. Also irre, was da ginge, ohne dass uns wirklich was fehlt. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass man im Kleinen, sprich bei sich selbst, etwas verändert, gleichermaßen aber vielleicht auch eine große Veränderung seitens der Industrie vorgelebt bekommt, dass es vielleicht in diesem Maße gar nicht mehr möglich ist zu konsumieren? Also meine Hoffnung ist groß. Also wirklich jede einzelne kleine Handlung zählt, weil wir damit auch unser Umfeld ermutigen. Und die Industrie arbeitet ja an Dingen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Vor 10 Jahren galt Solar- und Windenergie als Bremsklotz und als Preistreiber. Heutzutage stabilisiert das die Strommärkte und macht Strom billig. Ne? Und es lohnt sich gar nicht mehr, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke zu bauen, weil Solarenergie viel preiswerter ist. Du bist Förster, das ist dein Spezialgebiet, da bist du Experte. Was muss sich denn auch in der Forstwirtschaft ändern, damit wir wieder richtig, richtig üppige Wälder bekommen und nicht diese, wie wir sie ja alle kennen, diese geraden Fichten oder was es letzten Endes sind, wo nichts dran ist? Also die Plantagenwirtschaft hat uns in eine Sackgasse geführt. Wir werden in Deutschland in den nächsten 10 Jahren die Hälfte der Waldfläche verlieren, nämlich die ganzen Fichten und Kiefern. Und der Wald kann das selber noch, wie seit 300 Millionen Jahren. Der kommt überall zurück. Also alle, die jetzt zuschauen, die können immer in den Balkonkasten schauen oder im Garten oder in den Gehwegsritzen. Mache ich übrigens immer an den Bahnhöfen. Überall stehen kleine heimische Bäume und sagen, wir würden das Ruder gerne wieder übernehmen, wenn wir denn dürfen. Wenn wir denn dürfen. Und es wäre schön, wenn das in Zukunft mehr wieder gesehen wird und dann auch zugelassen wird. Peter Wohlleben hat ein tolles Buch geschrieben, Unser wildes Erbe. Unbedingt mal reinschauen. Vielen Dank für dieses Hoffnung machen. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.